Du spielst Fortnite Rette die Welt und suchst ein paar schnelle Tipps, dann bist du hier genau richtig. Du spielst schon ein bisschen und hast schon die ein oder andere gute Waffen- oder Fallenskizze bekommen. Dann kannst du sie dir als Favorit festlegen, damit du sie nicht aus Versehen wiederverwertest oder in deine Sammlung tust. Die Skizze wird dann nämlich dort nicht mehr angezeigt. Wo ihr schon mal bei Skizzen sind, überlevelt eure Skizzen niemals. Das Ganze kann wirklich äußerst ärgerlich enden, wenn ihr zum Beispiel in Brutal seid und gerade Malachit farmen könnt und eure Skizze dann upgradet und nun Obsidian und Schattensplitter braucht, das aber noch gar nicht nutzen bzw. bekommen könnt, seid ihr am Arsch und könnt eure Skizze nicht mehr craften. Deshalb passt auf jeden Fall auf, upgradet sie wirklich nur, wenn die Ressourcen dafür auch schon wirklich farmen könnt. Eben schon angemerkt, könnt ihr später im Spiel zwischen Obsidian und Schattensplitter wählen, wenn ihr eure Waffen von Level 82 weiter upleveln wollt. Dabei ist es wichtig, den Unterschied der beiden zu kennen, denn durch das Upgrade auf Schattensplitter macht eure Waffe 20% mehr Schaden und bekommt mehr Impact. Levelt ihr eure Skizze allerdings auf Obsidian, bekommt ihr dafür 10% mehr Feuerrate und 20% mehr Haltbarkeit. Welches Upgrade besser ist, ist so pauschal nicht zu beantworten. Das kommt immer darauf an, was für eine Waffe ihr habt, wie ihr sie benutzt, wie ihr sie spielt, wie häufig ihr sie benutzt und so weiter und so fort. Da müsst ihr dann meine Guides gucken. Oder euch eben selber mal kurz Gedanken machen. Weiterer Tipp, ihr seid dabei, eure Einheiten aufzustellen, habt schon einige Überlebende, aber leider nur epische und noch nicht so viele Legendäre und wollt sie deshalb nicht leveln, das ist der Fehler. Levelt wirklich jeden Überlebenden, den ihr in eure Einheiten einfügt. Denn selbst wenn ihr irgendwann einen besseren Überlebenden bekommt, in Legendär oder Mythisch, könnt ihr einfach den epischen zurückschicken und bekommt die EP zurück auf euer Konto gut geschrieben und könnt sie dann dem Legendären oder Mystischen auf seinen Nacken ballern. Deshalb Überlebende in den Einheiten immer leveln. Ihr seid gerade im Kampf, habt den übelsten Gegner vor euch, kriegt ihr nicht down und wisst ihr euch nicht mehr zu helfen, dann drückt mittleres Mausrad und markiert ihn für eure Mitspieler, damit alle wissen, okay, da ist ein richtig schlimmer Motherfucker. Der muss halt jetzt zuerst erledigt werden. Ihr habt das Hoverboard freigeschaltet oder spielt schon länger und habt es schon eine Weile und hört immer auf zu sprinten, wenn ihr es benutzen wollt. Ha, dann habe ich hier die Erlösung für euch. Denn mittlerweile kann das Hoverboard auch beim Springen und Rennen benutzt werden. Bitch, ich war nem Du hast eine Base gebaut, die übelste Defense, merkst allerdings jetzt leider, oh shit, da ist ja eine Wand. Die soll doch gar nicht sein. Leider ist die aber schon aus Metall und zweimal upgegradet, deshalb brauchst du ein Jahr, um sie abzuhacken. Ha! Hier ist der Tipp. Editiere die Wand einfach auf ihre kleinstmögliche Größe zurück. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Dächern, Rampen und allen anderen Bauteilen. Dann fängt die Wand nämlich an, ihre Leben von neuem zu regenerieren. Und ihr könnt, wenn ihr kritischen Schaden macht, also den Kreis trefft, die Wand schneller kaputt machen, als ihr Leben regeneriert. Und müsst dann nicht ein Jahr auf das Scheißteil einkloppen. Wo wir schon mal bei Wänden sind. Ihr wollt irgendwo hoch, wollt aber nicht, dass Zombies da hochkommen. Das Problem lässt sich auch durch eine Wand lösen. Einfach eine Schräge bauen. Die könnt ihr dann benutzen. Zombies allerdings nicht. Jetzt noch ein kleiner Lifehack, der mir ein bisschen das Mind rausgeblown hat. Weil ich das erst nach hunderten Spielstunden Rette die Welt bemerkt habe. Den Bombenhagel könnt ihr nämlich tatsächlich mit R ändern und zum Beispiel zu einem Strich, also einer geraden Linie umwandeln, sodass ihr die Fläche, auf der die Raketen einschlagen, noch besser kontrollieren könnt. Ich wusste es nicht, vielleicht ein paar von euch auch nicht, deshalb ist es drin. Kommen wir jetzt zu einem meiner wichtigsten Tipps, der wäre nämlich, spiel nicht allein. Such dir Kollegen, mit denen macht das Game nämlich direkt 1000-mal Bärbock. Allein kann es nämlich leider wirklich sehr grindy und eintönig werden. Mit Freunden allerdings könnt ihr euch gegenseitig motivieren und habt so grundsätzlich mehr Spaß am Spiel. Außerdem können eure Freunde euch beim Sturmschild helfen oder ihr euren Freunden, wodurch ihr immer Mini-Lamas als Belohnung bekommt. Das sozusagen als kleines Extra. Also helft euren Kollegen, ran in die Sturmschilder, catch den Loot und let's go. Mein vorletzter Tipp sieht sich auf das Traden bzw. das Tauschen in Fortnite Rette die Welt. Das würde ich euch nämlich komplett abraten. Das ganze Spielprinzip von RDW basiert nämlich darauf, dass ihr Waffenskizzen, Fallenskizzen bekommt, die immer besser werden, ihr die ableveln könnt und ihr so den Fortschritt im Spiel macht. Bekommt ihr allerdings jetzt auf Level 10 eine Level 106er Waffe von jemandem geschenkt, braucht ihr das alles nicht mehr tun. Ihr müsst eure Skizzen nicht mehr sammeln, ihr müsst eure Skizzen nicht mehr ableveln, denn ihr habt ja schon eure guten Waffen. Wenn ihr also tauschen wollt, dann tauscht nur gegen Waffen, die so gut sind wie die Waffen, die ihr aktuell selber habt, damit ihr nicht wie eine OP-Bestie durch die Map rennt. Denn ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, das kann euch den Spielspaß ganz, ganz schnell kaputt machen, weil man dadurch dann keine Motivation mehr im Spiel sieht, sich irgendwas zu erarbeiten, weil man ja eh schon das Geilste vom Geilen hat und überall easy durchbrettert. Und mein letzter Tipp, der ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Kaufen Sie bitte keine V-Bucks, um sie für Lamas auszugeben. Außer natürlich, Sie haben Sharksubed als Creator eingetragen. In 80 bis 90% der Fällen werdet ihr für euer Geld nämlich eher enttäuscht, sag ich mal. Und da man Rette die Welt an sich auch viele V-Bucks hinterhergeschmissen bekommt, reicht der Hase eigentlich. Schaut da lieber beim Ingame-Shop vorbei und gönnt euch da was, wenn was Cooles am Start ist. Wenn ihr wissen wollt, wie viele V-Bucks ihr in Fortnite Rette die Welt wie farmen könnt, ist jetzt hier ein Video dazu verlinkt. Gönnt euch gerne. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Wir sehen uns morgen um 12 wieder. Machen Sie es gut, zocken Sie durch und haut rein.